Liebe Freunde des gepflegten Hangouts, herzlich willkommen zu unserem Ausblick für das Jahr 2014. Dazu haben sich heute versammelt in diesem wunderbaren Hangout Timo Dien aus Berlin, Gerhard Schröder aus Essen und me, myself, Michael Sonnabend ebenfalls aus Essen. Warum hat der Schiffsverband sich denn entschlossen, Digitalisierung auch zum Kernthema des kommenden Jahres zu machen? Im Grunde genommen liegt das Thema ja schon seit Wochen auf der Straße, ne? Also wir haben ja im letzten Jahr auch angefangen, uns stärker in dieses Thema Digitalisierung der Lehre einzuarbeiten mit unserem MOOC-Wettbewerb, den wir ja im Sommer durchgeführt haben, wo wir ja auch spezielle MOOCs ausgezeichnet haben. Und seitdem begleitet uns das Thema kontinuierlich. Wir werden mit Mitteln des BMBF ein Hochschulforum Digitalisierung gründen. Was das genau sein wird, werden wir Anfang nächsten Jahres der Öffentlichkeit mitteilen. Aber da soll es im Wesentlichen auch um diese Fragen gehen. Wie können sich eigentlich die deutschen Hochschulen im Bereich Digitalisierung weiterentwickeln? Das wäre natürlich dann für uns auch eine Aufgabe, dieses Hochschulforum und die Entwicklungen, die sich dann da abzeichnen werden, dann auch mit unserem Material zu begleiten und Fachleute zu befragen, was tut sich da gerade, was sind die neuesten Themen, wo geht's hin? Es deutet sich ja an, dass die Hochschulen in Deutschland sich da enorm verändern könnten durch die neue Technologie. Also es fängt mit MOOCs an und es gibt ja jetzt auch schon Visionen, dass Hochschulen komplett ins Web auswandern können, dass sie sich rein virtuell anbieten, dass alles überhaupt alle Lehrangebote virtuell angeboten werden, also Stichpunkt Kostenreduzierung. Ich kann mir vorstellen, dass es da Sinn macht, ja auch mit jüngeren Leuten dann auch zu sprechen, die jetzt dann vielleicht das Ganze als Studierende in den nächsten Jahren ja auch mitverfolgen werden. Also so irgendwo zwischen Technik, Euphorie und Hilfe, was passiert denn mit uns Hochschulen? Ja, auf jeden Fall eine spannende Zeit, finde ich auch. Obwohl, ich glaube, es hält sich immer noch so ein bisschen die Waage, auch bei den Experten, die wir auf unserer letzten MOOC-Tagung befragt haben, es hält sich ein bisschen die Waage zwischen so purer Technik-Euphorie und der Skepsis, ob die Technik nun wirklich alles lösen kann, was da an Problemen da ist, ne? Genau bei dem Punkt muss man eigentlich dann auch mal Studierende befragen, die vielleicht mit solchen Techniken auch schon arbeiten und versuchen herauszufinden, was hilft denen eigentlich beim Lehren, beim Lernen und beim Studieren und was hilft ihnen auf keinen Fall. Von daher sollten wir so eine kleine Reihe sicherlich auf jeden Fall mal ins Auge fassen, das sehe ich auch so. Was wir ja auch planen, das können wir vielleicht auch nochmal vertiefen vielleicht, ist so eine kleine MOOC-Sonderwoche, weil wir ja jetzt sehr, sehr viel Material von unserer letzten MOOC-Tagung haben. Und das wollen wir sozusagen mal in einer Spezialwoche den Leuten näher bringen. Eine Herausforderung, die wir haben, wo wir ja auch oft immer diskutiert haben 2013, ist, dass wir ja mehr Frauen, mehr Studierende, mehr junge Leute auch vor der Kamera haben wollen. Andererseits, Michael, fällt uns ja auch immer wieder auf, dass es einfach immer noch so ist, dass viele, die was zu sagen haben, die spannende Bücher publizieren, die auch an wichtigen Stellen sitzen und auch publizistisch tätig sind, die mit Thesen, die ihre Thesen rausfeuern, Männer sind und meistens auch so zwischen 40 und 60. Ich halte das für eine wichtige, interessante Herausforderung für uns alle im Team, 2014 da irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Ja, die Frauen und die jungen Leute, ja klar, auf jeden Fall. Da haben wir ja schon oft darüber gesprochen, dass das so in der Frühzeit unseres Bildungskanals auch immer so ein bisschen das Problem war, dass wir wirklich so die älteren gesetzten Herren doch stark bevorzugt hatten und dass das keine gute Entwicklung ist, ne? Also auch junge Leute haben viel zu sagen und vor allem Frauen haben viel zu sagen. Also da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Das sehe ich auch so. Da haben wir ja schon eine gewisse Veränderung dadurch, dass wir mehr Frauen auch unter den Abonnenten haben. So im letzten Jahr gab es auch da ja einen gewissen Wandel. Also da spielt natürlich das Thema rein, wenn wir uns für mehr Interviewpartner entscheiden, die jünger sind, die erst am Start sind, die vielleicht auch mit Thesen, mit Inhalten und mit Ideen kommen, die noch nicht so mehrheitsfähig sind.
Ich sehe das ja auch so. Natürlich muss man diesen Mut haben, und ich glaube, den haben wir ja bisher eigentlich auch so schon immer mal wieder gezeigt. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Man will ja mit dem, was man tut, irgendwie auch Erfolg haben. Ja, man will die Leute ansprechen. Man will natürlich auch ge in gewissem Maße die entsprechenden Klickzahlen haben. Und oft ist es ja so, gerade im Web, wenn man mit Protagonisten um die Ecke kommt, die vielleicht nicht so bekannt sind oder die im Web nicht so vernetzt sind, und dann vielleicht noch mit Thesen aufwarten, die vielleicht noch gar nicht so Mainstream sind oder so, dann haben es, finde ich zumindest, das kann man auch oft an den Klickzahlen ein bisschen ablesen, die haben es dann auch ein bisschen schwieriger, ne? Also das muss man dann auch mal sehen, das geht natürlich auf Kosten letztlich ja, der Klickraten. Das ist ganz Einwurf, einfach so. Einwurf von meiner Okay. Seite. Ja. Das Relevante an der Stelle, jetzt weil du gerade das Thema Abrufzahlen ansprichst, ist ja nicht nur Abrufzahl, auch Ja. Verweildauer und ein paar andere Kriterien. Das Wichtige an der Stelle finde ich eher, dass viele dieser Mainstream-Aussagen auch im Prinzip geschlossene Aussagen sind. Das sind keine Fragestellungen, über die man überhaupt Ja. irgendwie weitersprechen möchte. Ja, so, ne, Finanzkrise ist böse. Ja, jetzt, das wissen wir jetzt, so ein Motto, das wissen wir jetzt alle. Aber damit ist ja nichts weiter gesagt, auch kein Gesprächsanlass geschaffen. Ja, es ist nur eine Aussage getroffen, es ist keine Fragestellung, es ist kein Diskussionsanlass an der Stelle vorhanden, um überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir müssen ja es in der Tat auch stärker schaffen, Diskussionsansätze zu schaffen. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem unseres Formates. Da sitzt halt jemand und erzählt was. Und erzählt 4, 5, manchmal 10 Minuten was. Es sind eine Menge Thesen dabei. Und es ist, finde ich, wahrscheinlich schwierig für die Rezipienten, da irgendwo einzuhaken. Und zu sagen, an der Stelle bin ich aber anderer Meinung. Und dass sozusagen Vor allen der Dingen Autor das, nochmal mit reinkommt. vor allen Dingen, dass auch Ja. mehrheitsfähige Aussagen sind. Was Timo gerade sagte, ne? Wenn es eine Aussage ist, die dann auch noch mehrheitsfähig ist, wo alle erstmal so denken, ja klar, ist ja so, ja toll, da gibt es dann ja auch nichts weiter zu diskutieren. Ja, also von daher muss man das Thema von Timo, ich sag jetzt mal, Mut zu einer Seitenaussage, ja, also was noch nicht so groß Mainstream ist, vielleicht auch mal tatsächlich nehmen und so ein Thema direkt auch zur Diskussion stellen, nach dem Motto, das ist die Aussage, da gibt es vielleicht auch noch vielleicht eine Gegenaussage, die nehmen wir im nächsten Video mal auf, ne? Und dann auch mal diesen Diskurs auch anregen. Das kann man einmal machen in Form einer Interviewreihe, ne? Aussage A, Aussage B, These, Antithese. Und zweitens könnte man auch in einem Hangout-Format diese Personen dann auch mal zusammenbringen und dann, ja, ne, macht mal gemeinsam aus euren beiden Geschichten, wenn es geht, im Idealfall hier eine Synthese zu diesen beiden Ansätzen. Wir haben natürlich dabei die Möglichkeit, auch auf das bestehende Videomaterial zurückzugreifen und aus den schon bestehenden Clips oder nicht genutzten Szenen vielleicht nochmal einige Clips zusammenzustellen, wo gezielt diese Personen mit ihren jeweiligen Kontrapositionen auch schon mal zusammengefasst werden. Ja, also das war jetzt auch meine Idee, dass man einfach nochmal sich altes Material auch nochmal vornimmt, ja, und vielleicht auch Thesen, die jetzt 1, 2 Jahre sind, alt sind, nochmal überprüft, ne? Einfach nochmal nachfragt. Ja? Also was ist daraus geworden? Sieht der oder diejenige das immer noch so, ne? Vor dem Hintergrund vielleicht veränderter Rahmenbedingungen oder was auch immer, ne? Ja, also das Spannende, was ich jetzt auch erlebe, in mehreren Jahren Autor sein dürfen für den Stiftungsverband, ist ja, dass die Diskurse ja weitergehen. Also wir unterhalten uns jetzt ja nicht über die gleichen Themen wie vor 3 Jahren. Oder wenn, dann gehen wir immer tiefer rein. Und das ist zum einen ja wahnsinnig schön. Zum anderen habe ich aber auch das Gefühl, man bewegt sich in so einer Blase von so einer deutschen Bildungselite. Und ich habe privat unglaublich spannende und sehr scharfe Gespräche mit Freunden von mir, die man jetzt nicht vor die Kamera zerren kann, aber die gehören alle zum Mittelbau. Das sind Leute, die als Manager irgendwo in der Firma arbeiten, die als Postdocs an der Uni arbeiten, die halt jetzt nicht bekannte Namen sind, aber die viel mehr mitkriegen. Also im Grunde genommen geht dein Hinweis ja auch ein bisschen dahin, dass wir so ein bisschen die Hidden Champions finden müssen, ne?
Also jetzt mal im übertragenen Sinne gesprochen. Also die, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen und die trotzdem, wie du sagst, viel mitkriegen, die viel wissen, die manchmal vielleicht auch ein viel schärferes Urteil fällen können, als die, die ohnehin immer so im medialen Rampenlicht stehen. Ja. Das wäre in der Tat eine schöne Herausforderung, diese Hidden Champions zu finden und mal so ein bisschen ans Licht zu zerren. Ich hätte einen Vorschlag, wie wäre es mit YouTube, die Wissenschaftler oder Wissenschaftler, die auch YouTuben? Gibt es denn da eigentlich so viele? Ich wüsste jetzt auch nicht so viele, aber es gibt sicherlich einige. Und mit dem einen oder anderen könnte man da sicherlich auch mal ins Gespräch kommen. Von ganz, sag ich mal, vom Studenten, da fällt mir zum Beispiel der Valentin Möller ein, der jetzt gerade Physik studiert und seit Jahren schon mehrere sehr erfolgreiche YouTube-Kanäle betreibt. Dann Dr. Allwissend oder ja, jetzt ganz jemand, der ganz neu in das Themenbereich Wissenschaftskommunikation eingestiegen ist. Vielleicht auch aufgrund des Videowettbewerbs Fast Forward Science ist der Christopher Karten. Das ist jetzt vielleicht kein Wissenschaftler, aber er macht jetzt einen YouTube-Wissenschaftskanal. Das wären ja vielleicht auch mal Personen, die das Thema Video und Wissenschaft miteinander verbinden. Das finde ich einen hochinteressanten Aspekt, den wir unbedingt weiter verfolgen sollten. Ich glaube, dass also gerade sowas wie was Dr. Allwissend macht oder so, ist natürlich eine ganz exzellente Form, wissenschaftliche Themen auch mal auf eine ganz andere Art und Weise den Leuten nahezubringen. Und gerade die Wissenschaftskommunikatoren in den Institutionen suchen ja seit vielen Jahren auch nach neuen Formaten und probieren Dinge aus und versuchen die Dinge zu verbessern, die sie tun. Und ich hatte immer den Eindruck, dass gerade im Videobereich, dass gerade der Videobereich so ein schwarzer Fleck auch in der Wissenschaftskommunikation ist. Ne? Also die Deutschen sind ja ohnehin ein bisschen YouTube-averse und in der Wissenschaft gilt das mal ganz besonders. Deshalb haben wir ja auch diesen Wettbewerb, diesen Videowettbewerb Fast Forward Science gemacht, um da ein bisschen mal auch diese Schiene ins Bewusstsein zu bringen. Und von daher wäre das natürlich auch nochmal eine spannende Reihe, einfach zu gucken, wie funktioniert eigentlich Wissenschaftskommunikation auf YouTube? Ne? Welche Formate gibt es da? Die Frage, sollen wir mehr Leute interviewen, von denen wir schon wissen, dass sie gut im Netz vernetzt sind, aber das ist ja dann eine technische Zensur, in Anführungsstrichen. Wie bringen wir das mehr in die Erregungskreise rein? Also was heißt technische Zensur? Wenn du sagst, Prast in Richtung in Gänsefüßchen, Videomarketing, dann ist das so gesehen eigentlich eine der Kernbotschaften an der Stelle, Leute zu nehmen, die auch selbst im Netz vernetzt sind. Weil Leute, die auch in diesen Kreisen nicht agieren oder unterwegs sind, erreichen wir dann ja auch nicht. Du siehst es ganz klar daran, wenn derjenige selbst salopp formuliert webaffin ist, wird er selbst das Thema auch mitkommunizieren. Ja? Wenn wir einen Professor ansprechen, der nicht auf sozialen Kanälen unterwegs ist, nehmen wir jetzt mal diesen Fall, und das selbst auch nicht irgendwie weitererzählt in irgendeiner Art und Weise, wird dieses Video automatisch weniger Abrufe haben. Also von daher, du nennst es technische Zensur, ich sage zwingende Voraussetzung. Das Interessante wird sicherlich sein, einen Spagat hinzubekommen, vielleicht von Personen, die nicht bekannt sind und bekannten Personen im Sinne von Webbekanntheit und die vielleicht mal auch dann zusammenzubekommen in einem Video und so gesehen die Strahlkraft der einen Person, die Bekanntheit für das Thema der anderen mit zu nutzen. Mein Gedanke bei dem Thema ist, dass man es natürlich nicht übertreiben darf. In diesem Fall nur auf die Netzaffinität derjenigen zu schauen, die man da, natürlich kann das helfen und natürlich ist das ja auch ganz schön, aber man sieht bei vielen Themen, dass einem auch was verloren ginge, wenn man nur auf diese Dinge schauen würde. Ne? Also wir haben ja eine kleine Reihe zum Web 2.0 gemacht, Peter Kruse, Wahnsinnsabrufzahlen, also zumindest für uns, 1000 oder 13.000 mittlerweile, Katrin Passig läuft wie von selbst. Und dann kommt ein Interview mit Henning Kagermann, dem Akatech-Chef, meiner Meinung nach das inhaltlich stärkste Interview überhaupt in dieser Reihe. Und er dümpelt irgendwo bei 400 Abrufen rum, weil ihn
zumindest im Netz, offensichtlich nicht so viele Menschen kennen. In der Wissenschaftswelt natürlich Henning Kagermann Name als ACATEC-Chef. Aber es wäre natürlich in diesem Falle wirklich fatal, auf solche Gesprächspartner zu verzichten, die wirklich viel zu sagen haben, ja. Nur mit Blick sozusagen auf die Klickzahlen. Sind, nee, ich sag dir auch, das Wichtige an der Stelle ist, die Mischung hinzubekommen aus beiden. Ja, liebe Freunde des gepflegten Hangouts, das war unser kleiner Ausblick in das Jahr 2014. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, der Diskussion zu folgen. Was uns natürlich jetzt interessiert, ist eigentlich, welche Meinung habt ihr denn? Welche Tipps hättet ihr denn für uns? Welche Personen möchtet ihr gerne in Interviews sehen? Welche Themen sollen wir im nächsten Jahr bearbeiten? All das könnt ihr gerne in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Vielen Dank dafür und ein schönes Jahr 2014.